Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ihr habt wieder fleißig kommentiert in den letzten zwei Tagen oder beziehungsweise auch unter dem letzten Video. Gerade in Bezug auf mein etwas merkwürdiges Konstrukt hier mit dem Tank habe ich einen Blueprint zugeschickt gekriegt. Was hier? Blueprint? Nee. Alle Spielblaupausen? Nee, alle Blaupausen. Wo war denn? Wo konnte ich denn? Wie war denn? Jetzt finde ich die Stelle nicht, wo ich es importieren kann, oder was? Code importieren. Code importieren? Ah ja, hier. Code importieren. Importieren. So, und da haben wir quasi einen Durchlauftank, den wir hier eigentlich dazwischen machen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, so muss ich den eigentlich dazwischen hängen, ne? Ah, ich stelle das mal dahin. So. Und zwar hier also Ankunft. Was ist das hier für ein Teil? Ah, das ist ein Ventil. Habe ich das schon? So, was habe ich noch nicht, oder? Vent. Ne, habe ich noch nicht. Hier muss ich dann so ein 80 unter 80. Also hier läuft alles rein. Warte mal, hier läuft alles durch, zack, da rein, wenn das 80% hat, also in die Richtung läuft es dann nicht, sowieso nicht. Und hier läuft 80% raus, wenn ich das richtig sehe. Also hier konnte denn der zum Void hin. Und hier vor kann man natürlich den Rücklauf machen, genau. Alles, was über 80% ist, läuft da rein. Und ja, hier müsste dann ein anderes Ventil hin, hier müsste das obere Top-Ventil dann hin, ne? Man müsste dann halt, wenn hier unter 80% ist, dann läuft es da rein. Und das, was über 80% ist, läuft da lang durch. Ah, ja. Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Nee, das hängt davon ab, ob das erst aufgeht, eher aufgeht als das hier, ne? Na gut, okay. Aber theoretisch müssten ja... Nee, wenn hier unter 80% fällt, dann geht das auf. Okay, ja, nee, das passt schon, ja. Das passt schon. Okay. Das muss ich bloß austauschen gegen ein... Achso, ich muss es sowieso jetzt denn erstmal da noch hinsetzen, wo es denn hingehört. Wo wir es denn gebrauchen können. Das können wir ja dann hier drinne gebrauchen. Und dann, aber ich muss natürlich das immer noch bevorzugt behandeln. Und, oh, jetzt habe ich da eine Fabrik weggerissen, das wollte ich nicht. Vor dem, ne? So, mach das mal da weiter. So, gut, geht. Okay. Also ich muss ja das immer noch bevorzugt behandeln hier auf der Stelle, aber wir werden das jetzt mal hier einbauen, so in der Art als Abzweig. Ah, ich kann das hier als Abzweig hier einfach reinsetzen, ne? Ich kann ja hier einfach, genau, das geht. Ja, Moment. Habe ich denn noch einen Voider? Hier habe ich noch einen für einen Void. Der muss dann auf der Seite dran, wenn ich das richtig sehe. Und hier setzen wir dann einfach ein Rohr dran. Welches dann unterirdisch von hier nach da, nach dort geht. Das kann dann wieder nach hier gehen. Hier kommt dann das Ventil dazwischen. Und dann ist doch alles wieder schicki. So, ich habe hier noch ein Überlaufventil, brauche ich hier, ne? So. So. So, dann so, 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 so. Den Tank, den dürfte ich ja auch haben. Und die anderen Ventile hier, die kann ich mir schnell machen. Ich weiß, es blinkt da oben. So. Blinkt es nicht mehr. So und so. Dann machen wir uns die Ventile noch schnell, die wir hier brauchen. So. Alles, was denn über 80%, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das hier unbedingt brauche oder ob ich das. Naja, gut. So. Läuft erstmal hier rein, ne? Aber dann habe ich es ja immer noch dahinter. Das ist auch das, würde jetzt quasi die ganze Zeit immer hier reinlaufen, wenn das unter 80% auf der Seite fällt hier, ne? Mal gucken, wie das hier geht. Oder macht das nur. Macht das nur, wenn das über 80% hat? Kann auch sein. So, das ist sogar in beide Richtungen. Nee, achso, das produziert ja schon. Habe ich schon produziert. Entschuldigung. Wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich klicken. So.
Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, ob ich das Ventil da einsetzen kann oder ob ich da wirklich so ein Vent brauche, wie das, was da gerade oder was da im Blueprint mit drin war. Kann natürlich auch sein, so, und alles, was jetzt hier über 80% ist. Ah ja. Ja, gucken wir mal, ne? Also jetzt sollte dann eigentlich der Überlauf von dem mineralisierten Wasser nicht mehr stattfinden. Wenn ich das richtig angewendet habe, was ihr mir da geschickt habt. So, dann war noch ein Kommentar. Danke, Wolfi, dafür. So, erstmal danke sagen. So, das ist wichtig. Dann war noch ein Kommentar. Und zwar hieß es, die Pellets, die haben noch auch 24 Megajoule und lassen sich wesentlich leichter herstellen. Aber Unterschied zu dem, was ich vorhabe, quasi zu dem Festbrennstoff. Wo ist er? So, Festbrennstoff, Herstellung. Ich möchte eine Charcoal und 20 Fuel Oil zu zwei Festbrennstoff machen, die jeweils 12 Megajoule haben. Das heißt, der Einsatz an Kohle ist ein Fünftel an der Kohle, die ich hier hinten herstelle, ist ein Fünftel zu dem, was wir hinten an Festbrennstoff rauskriegen. Das heißt, ich kann fünfmal mehr Energie habe ich dann am Ende, theoretisch. Also zumindest aus der gleichen Art und Weise, was wir hier an Fusseln und an Holz produzieren. Hätte ich hier theoretisch fünfmal mehr Energie möglich. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt der Energieaufwand dafür, die muss man da abziehen. Und der Energieaufwand dafür wird nicht gering sein. Also ich denke mal, netto haben wir vielleicht eventuell einen Zugewinn von 100% Energie. Das heißt also, wenn ich jetzt theoretisch die Möglichkeit habe, hier 50 Megawatt zu machen, kann ich dann mit der größeren Fabrik 100 Megawatt machen. Oder beziehungsweise kann ich dann 5 mal mehr machen, 250, habe aber einen Verbrauch von 100 Megawatt obendrauf oder sowas, der dann dafür da ist, dass das dann hier einigermaßen flüssig läuft. Also alles rein hypothetisch, hat nicht nachgerechnet, ne? Ist einfach nur so ein Pi mal D mal Fensterkreuz-Ding, was ich mir da ausgedacht habe. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Und wie gesagt, deswegen halt die Fuel-Herstellung und das alles andere, was da zugehört. Ne? Also was wir dann dafür noch so alles brauchen. So, gut, das war noch zu dem Kommentar. Das Blueprint haben wir genutzt. Und irgendwas war noch. Ach, das fällt mir jetzt wieder nicht ein. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Tages noch ein. Ein Kommentar kam noch. Achso, das war ja. Nee, ja gut, ja. Nee, das war ja wegen dem. Ja. Also das. Irgendwas war auch einfach voiden, so von wegen, ist ja shit egal, du machst ja keine Ökofabrik oder nichts Nachhaltiges. Hab da ja recht, theoretisch kann ich auch einfach alles wegvoiden. Aber muss ja nicht unbedingt sein. Also das. Ich sag mal, das ist jetzt hier ganz gut, dass wir da so viel Platz dazwischen haben, dass wir das jetzt dazwischen hängen können hier. Auch an der einigermaßen richtigen Stelle, ne, dass das hier quasi sozusagen dann. Na gut, das hält sich jetzt auch auf 80%. Vielleicht muss der jetzt aber auch gerade ordentlich reinpumpen mit. Naja, der Kanister ist jetzt mit 12.000, also mit 80% belegt. Ist denn hier schon was reingekommen? Nee. Hier liegen 62% vor. Na gut, der Verbrauch ist hier unten schon mal nicht schlecht. Also es sollte jetzt sich so ein bisschen einpendeln, beziehungsweise momentan haben wir ja eher das Problem, dass wir hier das alles nicht loswerden an dem ganzen Material gelötet. Und naja, gut. So. Wir haben die erste Bronze, das ist natürlich auch schön für die Bronzekisten. Wir werden dann bei der Kohle unten, bei der Kohle Herstellung Bronzekisten abstellen. Dann werden wir hier mal ganz kurz. Oh. Das ist natürlich ein Luxus, den hätte ich mir jetzt gar nicht erwartet. 1, 2, 3, 4, 5. Den hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass ich hier schon so viel Stahl habe. Und Bronze nehmen wir natürlich mit hier. Naja, gut, nicht alles. So, und dann machen wir ein paar Bronzekisten. Die müsste ich schon haben. Nee, Stahlkisten, Bronzekisten habe ich noch gar nicht. Nicht mehr erforscht, aber wir können Stahlkisten machen. Na gut, dann machen wir Stahlkisten. Und zwar 1, 2 dafür und 1, 2, 3, 4, 5 dafür. Wir werden damit sozusagen, ich werde die Kohle hier an den Teil, damit jetzt dann erstmal vollladen. Was habe ich denn hier noch drin? Crushed, okay. Nee, du stellst ja das hier. Crushed habe ich da noch von dem Zeug. Okay, warte mal. Das kann ich da erstmal hier reinlegen. Und dann kann ich das auch hier reinlegen, ne?
Muss ich ja loswerden, das ganze Zeug hier. So. Weil so viel Eisen brauche ich auch gar nicht in der Hosentasche. Produziere ich ja gerade gar nichts mit. Aber theoretisch könnte ich mir natürlich mal so ein paar gucken hier bei den Fabriken. Ah, da brauche ich die. Sind das die bestückten Platten? Basic Circuit Board? Ne, das sind die unbestückten Platten, ne? Hol ich mal ein paar, dann kann ich ein paar Fabriken von den gelben Fabriken machen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, wie sieht's hier aus? 71 haben wir da rausgekriegt. Was fehlt dir denn hier? Dann fehlt dieses. Aha, das kannst du, hast du genug gemacht. Warte mal, dir fehlt das hier, ne? Dann nehmen wir davon ein bisschen was mit. Kann ich das in der Hosentasche selber machen? Theoretisch ja, praktisch nein. Fehlt mir Zinn? Das soll ja jetzt nicht das Problem sein. Da geben wir hier auch mal in die Kiste. Zack, machen wir ein paar davon. So. Gut. Dann. Oh, das. Okay. Gut, da geht jeder mit dem Kupfer bei drauf. Macht doch nichts. So, hier haben wir. Achso, das ist ja das, das, das. Ja, okay. Hier kann ich schon mal 16 wieder reinlegen. Können die erstmal schon ein bisschen was machen wieder. Und hier nehmen wir uns mal nochmal die Hälfte an Boards raus. Gut, wie sieht's hier aus? Okay. Die Eisenkisten sind fertig, die Stahlkisten sind fertig, ne? Die 7 Stück. Ich weiß nicht, ob 7 oder ob wir 8 brauchten, aber auf jeden Fall will ich dann erstmal hier oben sozusagen diese Kisten, die ja Kohle vorhalten für die Teile, die will ich jetzt erstmal so voll machen, dass ich da so lange wie möglich nicht drüber nachdenken muss, dass ich hier Kisten habe und das nicht vollautomatisch dahin fliegt. Krieg ein bisschen Kohle rein hier. Und ja, das war das. Ich überlege gerade noch, ob wir noch irgendwas Schönes machen können. Okay, hätten wir noch eine mehr gebraucht. Macht aber nichts. So, das haben wir dann aber erstmal schon mal sicher. So, Sand haben wir noch eingepackt. Den können wir unten noch ins Meer schmeißen. Das ist noch etwas, was ich unbedingt machen wollte. Noch mal ein bisschen Sand ins Meer werfen. Aber ich könnte auch mal einfach diesen ganzen unsinnigen Zeug, den ich dabei habe, wegpacken, ne? Kann ich ein bisschen mehr durch die Gegend rennen. Oder transportieren, nicht rennen. Rennen wollen wir ja eigentlich. Wir wollen es ja so automatisch wie möglich haben. Das ist ja hier Factorio. So. Gut. Ich packe hier erstmal wieder ein bisschen Eisen rein. Nehmen wir bloß 200 davon mit. Die Dinger produzieren da unten noch. Dann packe ich hier erstmal die 9 wieder mit rein. Und dann machen wir hier nochmal bei den Fabriken 20 Stück. So. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen Material schon mal verbraucht. Dann gehen wir nach unten und holen, schmeißen noch ein bisschen Sand rein. Achso, was noch gesagt wurde, war mal Radarstation. Ich weiß gar nicht, warte mal, jetzt können wir erstmal in die Forschung gehen. Radarstation. Und Plasmatürme war noch das, was dann gesagt wurde. Da weiß ich gar nicht. Plasma Turrets 1. Oh ja, die sind sogar. Die gehen sogar, sind sogar erschwinglich. Und haben eine höhere Reichweite, wurde mir gesagt. Reichweite 30. Brauche ich aber 20 Alien-Artefakte. Aha. Rohmaterial. Okay, und ich brauche Batterien dazu. Holla die Waldfee. Da sind wir noch weit von weg. Obwohl, Batterien eigentlich auch nicht, ne? Blei haben wir. Wir haben Zinn, wir haben Kupfer, wir haben Salzsäure. Batterie ist gar nicht so weit weg. Na gut, okay. Wenn wir den Plasmaturm haben wollen. Oh Gott, da ist aber noch einiges dabei. Hier Militärforschung noch ein bisschen. Da würde ich jetzt doch dann eher mal auf den Gun Turret 2 erstmal gehen. Den können wir noch nicht. Okay, den haben wir jetzt gerade erforscht. Machen wir das aus hier. Dann gucken wir mal weiter, was haben wir hier noch Schönes. Wir haben hier noch den Projektilschaden, den können wir ja erstmal erhöhen, beziehungsweise das hier, das kostet 150 Fläschchen von jedem. Was haben wir denn überhaupt hier alles noch? Fuel Burning Generator, naja gut, okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Militari 2 bringt uns die rote Munition, das ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Das könnte auch helfen, das macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, das erforschen wir jetzt mal fix. Also da gehen wir jetzt so ein bisschen, gehen wir auf Militär jetzt.
sieht man ja fast gar nicht, aber machen wir doch. Und ich werde jetzt nochmal, ich glaube, die Fabrik umstellen auf, dass sie mir Carbon macht. Nochmal aus jede Menge Holz. Das wäre noch eine Idee, wo man sinnvoll Sachen verwenden kann. So, jetzt habe ich gerade, musste ich gerade übergreifen hier. So, ach, so viel habe ich gar nicht. 2,8 Kilo. Na gut, okay, aber es reicht eine Weile, glaube ich. Ja, bis hin zum Ende wird es reichen. So. Gut. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal eine Ansage hier. Da haben wir doch jetzt schon mal ordentlich Platz hier. Und da können wir was mitmachen. So, jetzt werde ich hier mal ganz kurz das Pümpchen wegreißen. Dann wollte ich hier, ups, so groß nicht, einen 3x3 großen Teich anbauen. So, um dann hier das Pümpchen wieder reinzusetzen. So, gut, dann haben wir da einen kleinen Teich, da kann er pumpen draus, dann ist das hier mein Brunnen und so, ne? Also dafür ist das da, also nur rein für die Optik, ne? Hat jetzt keinen großen Wert, aber dann sieht das halt besser aus. So, vielleicht können wir dieses Wasserding, hätten wir ja auch hier oben reinsetzen können, dass die Pumpe irgendwie hier dran seitlich kommt oder was. Können wir mal noch gucken. So, dann werden wir dich jetzt dazu erstmal verdonnern, dass du jetzt für mich Carbon herstellst. Ich glaube, das kannst du. Wenn ich jetzt wieder wissen, wo das ist. Carbon. Ach, das ist ein Liquifier herstellen. Ah ja, okay, warte mal, nee, dann hätte ich ja die Fabrik da stehen lassen können. Guck mal hier, Dampftrine. So. Dann brauchen wir einen Liquifier. Habe ich noch einen gerade auf Tasche hier? Nee, habe ich gerade nicht. Kann mir gerade auch keinen machen, weil ich hier gerade wie wilder Fabriken herstelle, aber das macht ja auch nichts. Dann gehen wir den halt einfach in die Queue, ne? Oder? Der Liquifier, der war hier. Ach, kann ich gerade nicht machen, habe ich keine Platinen für. Na gut, okay. Die sind nämlich gerade alle hier drin. Sozusagen am Werden. Gut, dann halt nicht. Dann halt doch nur die Kohle von hier mitschleppen. So, Charcoal kann ich aufgenommen werden. Forschung ist beendet, Militär 2. Das ist sehr gut. Dann kann ich schon mal ein bisschen rote Munition machen. Warte, wo wollte ich hin? Ah ja, hier gerade hoch. Ja, 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 ich kann das gerade nicht aufnehmen, ich weiß. So. Und wollte ich hier nochmal ein bisschen Kohle ablegen. Da ein bisschen Kohle ablegen. Die Bronze kann ich wieder zurück tun, weil Bronzekisten kann ich gerade nicht machen. Schade, wie es ist, ne? Hätte gerne Bronzekisten gemacht. Aber die haben wir nicht erforscht. Das wäre auch noch was, das können wir ja mal erforschen, ne? Da können wir ja mal drauf gehen, dass wir Bronzekisten kriegen. Das müsste ja. Nee. Wo sind denn die? Na, gucken wir nochmal. Chess. Da krieg ich keine Bronzekisten. Ah, hier krieg ich Bronzekisten. Breastplate. Ja, das sind die anderen Breastplates, ne? Aha. Das ist das andere Bronze jetzt. Na gut, okay. Dann haben wir wieder die eine Bronze hergestellt, die wir für irgendwas brauchen. Okay. Aber das würde gehen. Das wäre eine Zinkherstellung. Brauche ich dafür Zink? Na, wir werden sehen. So, dann machen wir die Zinkherstellung jetzt erstmal fertig hier. Und dann machen wir das. Advanced Brass Smelting 1 und das ist 2. 3 ist das, okay. Wieso ist das da direkt drunter? Naja, gut, egal. Und ich brauche hier die 2 und da die 3. Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Das ist unterschiedliche Bronze. Ne? Da müssen wir mal gucken, welche wir da wirklich brauchen. Also dann, wir brauchen wahrscheinlich wieder die hier für die Bronzeplatten. Das werden wir dann rauskriegen, aber naja, ideal. Das wird sich ja hier dann sicherlich irgendwann ergeben. Dann haben wir ein paar davon. Ich glaube, da gab es irgendwas, wo ich die zu verwenden kann. Aber gut. Nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm, sagt er da. Und dann legen wir hier mal ein paar von diesen, achso, von diesen Teilen hier rein. So. Klicke ich einen Arm da dran. Achso, dann hier. So.
So, gut. Dann kann der erstmal hier herstellen und dann kann er hier die ganzen Platten noch fertig machen. Dann machen wir hier nochmal Rangde Wohnoberbein alles leer und schmeißen die Kiste hier nochmal voll, damit sich das hier nochmal lohnt. Und hier, das wird ja sowieso hergestellt hier oben. Das hat aber noch gar keinen. Das ist aber auch wieder. Sieht genau da, wo kein Strom ist. Kennen wir ja. Nee, da sollst du es nicht hinpacken. Du sollst es eher da hinpacken. So. Und dann kriegt er da ein bisschen Material und kann das dann immer mal ganz sauber dort verarbeiten. So, dann holen wir nochmal einen Stack Blei und einen Stack Zinn, damit wir das dann auch noch wieder haben. Damit die Mixtur dann noch ein bisschen was machen kann. Und dann läuft das hier feinsäuberlich ab. Gut. Okay. Ich würde sagen, unsere 20 Minuten sind jetzt um. Ich hatte ein bisschen Stress heute, weil es ist noch ein neues Spiel rausgekommen, womit ich nicht gerechnet habe. Beziehungsweise es ist ein Spiel rausgekommen, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass ich dort eine Key kriege für dieser Bus-Simulator. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen was gucken, was da geht. Und was haben wir noch Schönes hier? Das geht, das geht. Das ist auch toll. Hier, das funktioniert auch ganz gut. Ja, also ich würde sagen, danke für das Teil hier. Ich hoffe, dass ich es richtig angebaut habe. Ich denke mal, ja, ne? Müsste jetzt ja eigentlich dann immer hier, wenn hier unter 80% ist, müsste das ja auch mit aufgehen und müsste dann halt wieder aus dem Tank das zurückführen. Das ist eigentlich ganz clever gelöst, ja. Da hätte ich man vielleicht auch, aber naja, dazu müsste man Ahnung von dem Spiel haben, damit man das rauskriegt. Gut, ich werde das hier so fotografieren, ne? Und werde mir das auf Thumbnail noch legen, dann wird sicherlich jemand das wiedererkennen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Achso, Q drücken. Tschüss.